und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit Part 2 von dem Lananiba-Projekt. In dem letzten Teil habe ich ja diese zwei Rücklichter 3D gedruckt und dann auch ein bisschen bearbeitet schon. Die will ich heute noch lackieren in schwarz in meiner kleinen Lackierkabine hier. Und währenddessen will ich noch was anderes drucken. Ich weiß gerade nur noch nicht, was das ist. Also wahrscheinlich irgendwas Kleines, was nicht so lange dauert, weil das werde ich dann halt auch nicht filmen, sondern das lackieren. Und deshalb, oder eher etwas Längeres, was sich nicht lohnt zu filmen. Also ich bin mal gespannt, was danach rauskommen wird. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch und ein Abo da. Darüber würde ich mich mega freuen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, für alle, die nicht wissen, was ein Lananiba ist, das ist mir gestern auch noch eingefallen. Es gibt ja bestimmt Leute, die wissen das nicht. Bestimmt sehr viele. Hier haben wir einmal einen in klein. In so einer kleinen Vitrine. So sieht ein Lananiba aus. Der kommt ursprünglich aus Russland, also ist ein russisches Fahrzeug. Und ist halt ein Geländewagen. Und der fährt halt wirklich total gut im Gelände. Ich kann euch gleich auch noch Originalbilder zeigen von unserem. Und ja, das ist natürlich schon ein cooles Teil, wenn es in richtig heftiges Gelände geht. Okay, dann würde ich sagen, slice ich jetzt gerade nochmal was. Und dann starte ich den Drucker und lackiere dann ein bisschen. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal den Drucker an. Erstmal SD-Karte rein. Dann hier unter dem Schalter den anmachen. Dann geht auch schon das Display an. Sonst, ich habe mich jetzt dafür entschieden, einmal zwei Türgriffe und den Kofferraumgriff zu drucken und das Lananiba-Zeichen und die Lananiba-Leiste für hinten. Werdet ihr aber auch gleich sehen, was das ist. So, dann halte ich den Krabben auf PLA vor. Ich mache da meistens so 210 Grad. 215 bei meinem. So, dann Heizbett auf 60 Grad. Wenn ihr noch Tipps für mich für den 3D-Drucker habt, dann schreibt es auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare. Das wäre sehr nützlich, weil ich bin halt auch noch nicht ganz warm mit dem 3D-Drucker. Da kann ich ja immer noch was gebrauchen. So, dann level ich ihn gerade mal. In der Zeit, wo ich den leveln lasse, zeige ich euch. Ah, ne, kann ich euch gar nicht. Ich habe die Dinger schon runtergeladen. Ah, doch, ich kann euch gerade zeigen, was ich. Ich habe hier gerade noch mein Schneideprogramm offen. Ich habe jetzt. Wartet ganz kurz. Dieses Ding. Das ist einmal ein Türgriff. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ah, jetzt ein Türgriff vom Lader. Und dann noch den Kofferraumgriff. Die sind alle halt wirklich nur so groß, glaube ich. Also, ich weiß es nicht ganz genau. Da weiß ich jetzt nicht so genau, was das für eine Größe ist, aber bestimmt nicht so groß. Ja, dann würde ich sagen, schalte ich wieder ein, wenn er am Drucken ist und ich bereit zum Lackieren bin. Bis gleich. So, der Drucker ist am Drucken. Ich drucke jetzt gerade den Türgriff und die zwei Türgriffe und den Kofferraumgriff. Die sollen in 57 Minuten schon fertig sein. Das geht ja eigentlich noch voll. Und ja, jetzt mache ich gerade noch schnell meine LED-Beleuchtung wieder an. Und dann würde ich sagen, treffen wir uns draußen, wenn ich lackiere. So, ich würde sagen, sie sind fertig lackiert. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Weil ich weiß halt überhaupt nicht, ob das auf PLA hält.
mach die gerade mal ab. Guck das mal von allen Seiten an. Also eigentlich sieht das schon ziemlich gut aus. Gefällt mir sehr gut. Jetzt hänge ich die dann gerade mal hier dran. Den auch. Da muss, glaube ich, auch nichts mehr nachlackiert werden. So, und dann lasse ich die jetzt hier draußen gerade mal trocknen. So, ich bin mal gespannt, wie die fertig aussehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Crawler-Werkstatt wieder. Bis gleich. So Leute, der Druck dauert nur noch, steht immer auf 0,0. Das dauert jetzt wahrscheinlich noch eine Minute. Und dann ist das alles auch schon fertig und kann ich direkt bearbeiten und auch lackieren. Da freue ich mich schon mega drauf. Ich habe gerade das Teil 1 hochgeladen und anscheinend kommt der gut an. Der hat schon 2 Aufrufe oder 3 nach, keine Ahnung, 2 Minuten. Und ich bin einfach mal sehr gespannt. Also ich hoffe, dass es euch gefällt mit diesem Format. Dann werde ich auch weitere Teile davon bringen. Wenn wir, keine Ahnung, 3 Daumen hoch schaffen, mache ich weiter. Das ist mein Vorsatz. Okay, ich schalte wieder ein, wenn das fertig ist und ich es auf meinem Schreibtisch liegen habe. So Leute, die Teile sind fertig. Fertig ausgedruckt. Jetzt hole ich mir gerade den Spachtel. Und dann mache ich das Ganze mal vorsichtig ab. So, dann die Stützstruktur hier unten wegmachen. Boah, ich hasse es, mit Stützstrukturen zu drucken. Also wirklich, wenn man das irgendwie verhindern könnte, dass die, wenn die einfach mal so designt wären, dass die einfach aufliegen würden. Aber nein, das nervt immer. Sieht auch immer nicht so gut aus. Aber ich druck die ja extra schon von unten, da wo man es nicht so sieht. Aber ich muss die auch gut ankleben können, die Teile, an der Karosserie, deshalb. Jo, bin ich mal sehr gespannt. So, dann gleich nochmal mit schönem Isopropanol darüber. Die habe ich jetzt schon etwas länger nicht mehr damit gereinigt, weil man sollte es ja auch nicht zu oft machen, weil die ätzt dann sonst weg. Also kann passieren, dass sie dann halt Schäden davon nimmt. So. Gut, ist aber sehr viel Stützstruktur tatsächlich. Mehr als ich gedacht hatte. Also viel ist jetzt übertrieben, aber ich hatte nicht gedacht, dass das so viel ist. Oh, meine ganzen Nägel sind schon eingerissen davon. So, das waren die Teile. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Die sind jetzt fertig, die bearbeite ich gleich ja noch. Hier, den hier, der ist auch schon gut. Den lackiere ich jetzt noch. Und da gucke ich mal, dass das vielleicht in den nächsten Part sogar übergeht. Je nachdem, wie lange jetzt schon die Folge geht. Ich will die so auf 7 Minuten halten. Manche vielleicht auf 15. Und ja, ich gucke jetzt gerade mal und dann wird sich entscheiden, wie viel
ich hier noch einbringen. Also das Video geht derzeit 6 Minuten mit der Lackierkabine. Mit dem jetzt geht das bestimmt auch 10. Das heißt, das kann ich noch reinnehmen. Wie ich die lackiere, zeige ich dann wahrscheinlich im anderen Part. Also, dann würde ich sagen, Leute, ich bin sehr gespannt auf eure Reaktion auf das Video, auf eure Kommentare. Ich habe die gerade noch geöffnet. Also wenn die bei euch deaktiviert sind, dann tut es mir wirklich sehr leid. Aber der macht halt immer, was er will. Ich habe die jetzt nochmal geöffnet, aber muss man halt gucken. Und dann würde ich sagen, bis denn dann, euer EID. Ciao!